Heute ist ein Thema Kultivierung. Wir haben das eben schon mal ganz kurz gehabt. Also in einem anderen Zusammenhang, mir ist diese Selbsterkenntnis bei der Meditation ungeheuer wichtig und da gibt es dieses RAIN-Prinzip, das habe ich schon mal erklärt. Also mitkriegen, was ist denn da überhaupt, dann zulassen, was da ist, dann untersuchen, was hat dazu geführt, also zum Beispiel Ärger oder so, erstmal überhaupt mitkriegen. Also manchmal hat man so einen unterschwelligen Ärger, kriegt man gar nicht mit. Oder in bestimmten Situationen, also das erstmal mitkriegen kann manchmal Jahrzehnte dauern, ist ein eigenes Thema, dieses RAIN-Prinzip. Also erstmal mitkriegen, dann erlauben, Ärger ist da, mache ich nichts, gucke ich mir an. Und dann untersuchen, was ist denn da der Auslöser, was führt dazu. Und der nächste Schritt ist Nurture. Ist Kultivierung, also dieses Nurture kann man nähren oder als Kultivierung übersetzen und da brauchen wir das. Also eine Lösung dann zu finden, nachdem man rausgefunden hat, was ist der Auslöser, wie kann ich das besser machen und so weiter, dann quasi diesen Lösungsmuster sich einzuüben, ist auch Kultivierung. Im Zusammenhang von Qi Gong ist ja die Kultivierung von Qi. Ja. Und je mehr man von Qi redet, umso mehr hat man irgendwelche Vorstellungen, was das alles sein kann, dieses Qi und so. Und deswegen erzähle ich da so wenig wie möglich drüber, weil wenn ich einem Ding einen Namen gebe, dann habe ich quasi eine Schachtel gemacht und es ist eingesperrt. Ich kann es nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil sonst kenne ich schon das Qi. Peng. Oder der Stern, das Peter Goize. Fertig. Also du kannst es nicht mehr wirklich wahrnehmen. Du kannst nicht, das ist ein Baum. Ja, guck ihn dir genau an. Also der Begriff schachtelt den ein und steckt ihn gleich weg. Deswegen benutze ich diese ganzen Geschichten nicht, weil gerade beim Qi ist es ungeheuer wichtig, dass man das selber wahrnimmt. Und da gibt es wie bei der Meditation oder bei Erleuchtung immer wieder solche Sachen oder auch beim Lernen. Wenn man sagt, jetzt habe ich es verstanden und dann nächstes Mal war es doch nicht. Also das gibt es beim Qi ungeheuer oft, dass man merkt, wo, das war es jetzt. Nee, es war alles, nur habe ich nur meinen Krampf im Knie jetzt mal aufgelöst. Das ist zwar auch Qi, aber das ist nicht das, worum es geht. Also diese Kultivierung ist umfassender. Aber was nun wieder mit den Schriften übereinstimmt, also da gibt es die goldene Pille und hast du nicht gesehen, also ich sage das auch immer, macht euch Gedanken über gute Ernährung, was auch immer das für euch bedeutet. Macht euch einfach Gedanken drüber. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit Eisbein esst, Fleischesser seid, dann könnt ihr nicht von heute auf morgen auf Grünzeug umsteigen. Das ist totaler Schwachsinn. Das muss langsam, wie ihr das selber wollt. Und also Grünzeug ist besser als Fleisch. Ja, das ist, die Richtung stimmt. Nichtsdestotrotz essen sie im Himalaya zum Beispiel mehr Fleisch, weil wenig Grünzeug wächst. Ja, ist so. Und auch Mönche. Also das ist, so eindeutig ist all das nicht. Aber Gedanken machen über Ernährung, da drin ist eben zum Beispiel sowas wie darauf zu achten, dass man einen ausgeglichenen Mineralhaushalt hat und mal einfach alle Vitamindepots auffüllt und so. Weil ungeheuer viele Krankheiten, womit man dann beim Arzt auftaucht, ist nichts anderes als Vitaminmangel und 20 Minuten am Tag mal bewegen und dann sind die meisten Krankheiten wirklich weg. Auch psychische Depressionen. Wenn ich 3 Tage lang mich gar nicht bewege, auch in Meditation ist egal, und dann falsch mich ernähre, zu wenig Kalzium und Magnesium, dann werde ich depressiv. Das ist so. Also das gehört mit zur Kultivierung. Also sich wirklich Gedanken darüber machen. Und der nächste ist dann Schlaf. Habe ich alles schon gesagt. Schlaf ist eben ein bisschen schwieriger. Das habe ich letztes Mal gesagt, letzten Mittwoch, so eine Tageschoreografie einzuüben, also langsam den Tag zu beginnen, ein bisschen aktiver, vor Mittag ein bisschen bremsen, langsamer werden, das Essen wirklich wahrnehmen,
Auch wenn es nur kurz ist am Arbeitstag. Also wenn ich zu wenig Zeit habe, trotzdem. Kurz, ich esse jetzt, kurze Pause und dann wieder Fahrt aufnehmen und zum Abend langsamer werden, auch weniger aufregendes Zeug kurz vorm Schlafen gehen, ne? Langsamer werden, dass man wirklich so eine Tageschoreografie einübt, weil dann schläft man besser, tiefer, gesünder, der Tag klappt besser, all sowas. Das gehört, also dieses Qigong ist nicht nur fertig, habe ich gelernt, nächste Übung, sondern es ist viel umfassender, weil es ist halt eben Kultivierung von Qi. Ja? Ist eine Praxis. Deswegen gehört für mich das, was wir jetzt gleich machen, mit dazu. Meditation. 20 Minuten rumsitzen, so wie ihr das selber wollt. Also ich mache Atemmeditation, erst entspannen vom Körper. Wenn der Körper nicht entspannen will, dann habe ich 20 Minuten damit zu tun, mich zu entspannen. Ja, ist so. Wenn der Körper entspannt ist, dann, was sagt mein Affengeist? Springt der hin und her, beschwert sich über die Musik oder mir ist zu kalt. Also wenn mir zu kalt ist zum Beispiel, was anziehen. Ist mir zu warm, ausziehen. Also nicht doof sein, Weisheit mit an den Tag legen. Und wenn beide zufrieden in Ruhe, also so gut wie es jetzt geht, in Ruhe sind, dann bleibt bei mir nur der Körper, wie er atmet. Und eine Minute vorm Ende erinnere ich uns dann nochmal an diese merkwürdige Frage ohne Antwort, aber in 19 Minuten. Also richtet euch ein, Gürtel auf, das kann ich kurz noch sagen, wir haben das gehabt, die Musik geht jetzt noch, weil auch der Wind so steht, dass sie weggeweht wird, aber wir haben das schon gehabt, dass sie ziemlich aufdringlich war und da gehört dann die Selbsterkenntnis zu, ich habe so einen Ton, der mir missfällt, dann greife ich den und mache eine Geschichte daraus. Oh, warum müssen die jetzt, also der Nummer 1 Geräusch ist da. Aber ich muss das nicht greifen. Ich kann mir auch das so vorzügliche Gegröle aus dem Stadion anhören. Oder die Spatzen. Oder ich kann alles loslassen.
mit der nächsten einmaligen hohen Glocke ist Zeit für die Frage ohne Antwort. Wie fühle ich mich jetzt? Oder wie waren die letzten 19 Minuten? Wunderbar. Jetzt ist nochmal Zeit, einfach das Gefühl zu äußern, einfach zu lächeln, aber nicht meckern. Okay. Gut. Okay. Gut. Nicht. Auch keine Frage, keine Magenfrage. Bevor ich jetzt nochmal 30 Minuten rumsitze, schließen wir es ab. Wir sagen zum Schluss dreimal Sadhu, meinen damit nichts anderes als wunderbar. Dreimal zusammen. Sadhu, Sadhu, Sadhu.